Mir ist zuletzt mal aufgefallen, dass es tausende von Apps gibt, die dir helfen sollen, Lerntechniken irgendwie digital abzubilden und leichter zu machen, egal ob es Karteikarten schreiben ist, Notizen machen ist, ob es Mindmaps erstellen ist oder alles Mögliche. Mit Sicherheit gibt es eine App dazu. Aber das Entscheidende, was mir dann aufgefallen ist, ist, dass dir das alles eigentlich gar nichts bringt, wenn du gar nicht erst effektiv konzentriert lernen kannst. Wenn man dann also nach Apps guckt, die genau das adressieren, nämlich konzentrierter und fokussierter zu lernen, also wirklich das Arbeiten an sich, dann ist die Auswahl wesentlich kleiner. Aber mir ist dabei eine App aufgefallen und die heißt Endel und die kreiert eine Soundlandschaft, die quasi darauf ausgelegt ist, optimale Verhältnisse zu schaffen, damit du dich am besten konzentrieren kannst. Deshalb will ich dir mal kurz die Endel-App vorstellen, die ich seit längerer Zeit selber nutze und bis jetzt wirklich positiv überrascht bin. Vorab noch kurz die Info: Dieses Video ist nicht gesponsert, das ist einfach eine App, die ich selber nutze und entsprechend dachte ich mir, der eine oder andere könnte davon profitieren, wenn ich das Ganze mal vorstelle. Aber wie immer erstmal hi und herzlich willkommen, mein Name ist Luis, ich studiere Wirtschaftsinformatik und wenn du auch jemand bist, der beim Lernen gerne Musik hört, dann wird dir dieser App-Tipp mit Sicherheit sehr gelegen kommen. Denn Endel ist eine super Ergänzung zu Spotify, zu YouTube und was man alles sonst noch hört. Denn es ist nochmal ein ganz anderer und innovativer Ansatz an das ganze Thema Musik, Sound und Klänge. Gehen wir also mal kurz darauf ein, was Endel von Spotify, von YouTube und Co. abhebt. Das wäre zum einen die Tatsache, dass du bei Endel keine festgelegten oder vorgefertigten Playlists hast, sondern das ist mehr so ein Radioformat. Das heißt, du drückst einmal auf Play und dann läuft die ganze Zeit irgendwas in einer Endlosschleife, wenn du so willst. Auch nicht immer die gleichen Lieder, sondern komplett individuelle Kompositionen, die speziell auf deine Situation angepasst sind. Und das ist genau das super Interessante und Innovative, was Endel dir bietet. Denn was Endel so innovativ und interessant macht, ist die Tatsache, dass die Klänge und Melodien, die du da hörst, speziell auf die Uhrzeit, auf das Wetter, auf dein Aktivitätsniveau, das heißt, ob du gerade unterwegs bist, ob du oder auf dem Platz sitzt und im Zweifelsfall, wenn du eine Smartwatch hast und das freigibst, sogar deine Herzrate, dass alles integriert wird, berücksichtigt wird und darauf basierend eine Atmosphäre geschaffen wird, die quasi optimal fürs Lernen oder andere Sachen ausgelegt ist. Das ist super interessant und das wird mit Hilfe von künstlicher Intelligenz quasi in Realtime verarbeitet und entsprechend die Klänge und Melodien, die passend zu deiner Situation sind, werden dann integriert in die ganze Landschaft, in diese Soundlandschaft. Das ist wirklich ein ganz neuer Ansatz, der bis jetzt sehr erfolgreich ist, auch mehrfach schon ausgezeichnet wurde und damit ein ganz anderes Erlebnis bietet als herkömmliche Musik-Apps wie Spotify und Co. Entscheidend ist dabei, dass Endel keine klassischen Lieder abspielt, wie man es jetzt von Spotify und Co. gewöhnt ist, sondern es ist so ein bisschen anders. Also man muss sich daran auch erstmal gewöhnen, weil es sind so mehr atmosphärische Klänge, es sind Melodien, die erstmal ein bisschen ungewohnt sind. Aber wenn man sich darauf einlässt und das mal so ein bisschen verinnerlicht, ein bisschen versucht damit zu arbeiten, kann Endel dir super viel bringen. Ich selbst habe mir Endel vor über 6 Monaten geholt und muss sagen, dass es eine super interessante und coole Ergänzung ist zu den anderen Musikalternativen, die man so hat. Die Tatsache, dass Endel dabei keine vorgefertigte Playlist mit individuellen Liedern vorspielt, sondern so eine endlos fortführende Soundumgebung kreiert, ist super interessant und ein sehr entscheidender Unterschied zu Spotify-Playlisten, weil ich bei mir gemerkt habe, dass die Tatsache, dass ab und zu das Lied vorbei ist und dann ein nächstes Lied anfängt, mich selbst so ein bisschen aus diesem Lernfluss, auf diesen Arbeitsflow rausbringt, weil man einfach registriert, okay, das Lied ist gerade vorbei, wo ist die Musik hin? Das hast du bei Endel nicht. Stattdessen ist es so endlos, es geht immer weiter, immer weiter, immer weiter und dadurch wirst du in der Hinsicht nicht gestört, wenn man das so nennen kann. Neben diesen Soundlandschaften für Konzentration, für Arbeit, für Fokus, bietet die App dir auch zusätzliche Landschaften für genau das Gegenteil, nämlich Relaxen, sogar für Schlaf und hat dafür auch extra entwickelte Soundmuster und Melodien, die eine Atmosphäre schaffen sollen, in der man sich möglichst gut entspannen kann, möglichst gut einschlafen kann. Und vor allem, wenn man jemand ist, der gerne mit Geräuschen, mit Sounds, mit Melodie oder Musik einschläft, ist die App dann quasi doppelt hilfreich, weil sie dir einerseits beim Lernen helfen kann, andererseits aber auch beim Entspannen und Schlafen. Ich habe diese Soundscape fürs Schlafen auch mal selbst ausprobiert und muss sagen, die ist wirklich sehr entspannt. Und wenn man jemand ist, der gerne mit Musik oder mit Klängen einschläft, dann kann man das auf jeden Fall empfehlen und dann sollte man das vielleicht echt mal ausprobieren. Vielleicht noch nicht mal fürs Lernen, sondern dann eher fürs Schlafen, weil das wirklich auch sehr effektiv und sehr gut ist. Damit du eine bessere Vorstellung hast, hier mal ein kleiner Vorgeschmack. Thank you.
wie ich schon zu Anfang erwähnt, nutze ich die App selber auch relativ viel. Und das ist auch nicht so ein Entweder-Oder-Ding. Also man kann genauso gut weiter normal Musik hören und ab und zu mal was anderes hören. Ab und zu diese atmosphärische, diese andere Art von Musik hören, weil es einfach eine gute Abwechslung reinbringt und teilweise wirklich dabei hilft, sich neu und besser zu konzentrieren. Ja, kommen wir allerdings mal zum einzigen Knackpunkt des Ganzen und ich weiß ganz genau, dass ich da den einen oder anderen verlieren werde, nämlich die App ist nicht umsonst. Das heißt, man muss für das Ganze bezahlen, aber es ist wirklich nicht teuer, denn das Einjahresabo fängt bei 13 Euro an und wenn du überlegst, 12 Monate für 13 Euro, das ist ein bisschen mehr als ein Euro pro Monat. Also das ist wirklich nicht viel und wenn man überlegt, dass es eine Investition dahingehend ist, dass man besser lernen kann, dass man konzentrierter lernen kann und einfach auch mehr Spaß am Lernen hat teilweise, weil man neue Melodien, neue Sounds, neue Musik hat, die man beim Lernen hören kann, dann finde ich, ist das eine sehr, sehr, sehr sinnvolle Investition und deshalb habe ich das Ganze auch gemacht und kann es dir wirklich nur empfehlen. Natürlich kannst du erstmal diese Probewoche machen, das gibt es ja eigentlich überall, und das Ganze mal eine Woche ausprobieren und dann selber entscheiden, wie du es findest. Ich persönlich bin großer Fan von der App und bin auch gespannt, was da in den nächsten Jahren noch kommt, weil das Ganze noch relativ jung ist. Deshalb, wenn du Alternativen suchst für neue Musik während des Lernens, schau dir das auf jeden Fall mal an. Ich verlinke dir das Ganze in der Videobeschreibung. Wie gesagt, ist trotzdem nicht gesponsert, ist einfach nur eine persönliche Empfehlung von mir. Und dann kannst du selber mal schauen. So, und damit sind wir auch schon wieder durch. Wenn dir das Video gefallen hat, wenn es dir geholfen hat, dann kannst du mir gerne helfen, indem du einfach nur ganz kurz den Like-Button drückst. Das hilft mir schon extrem. Falls du Interesse hast und mehr erfahren willst, neue Sachen lernen willst, neue Sachen kennenlernen willst, dann kannst du natürlich auch gerne abonnieren. Es gibt jede Woche neue Videos, deshalb wird bestimmt auch mal was für dich dabei sein. Ansonsten sind wir durch. Ich wünsche dir wie immer einen Hammertag und wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut!